Sie wissen es inzwischen alle, weil ich mir genau 5 Tage vor der VOG-WM 4 Rippen gebrochen habe, wir mussten das TV-Total-Team so ein bisschen umbauen. Ne? Eigentlich wäre ja Manni Ludolf mit mir im 4er-VOG gefahren. Ich war jetzt nicht da und wir brauchten ja dann noch einen für den 1er-VOG, wo ich eigentlich gewesen wäre. Also haben wir Manni gefragt, willst du 1er-VOG fahren? Und er, ja. Okay. Also wurde er befördert und dazu hat er auch noch einen kleinen Blick hinter die Kulissen für uns geworfen und wir haben es mitgedreht. Die VOG-WM 2022 mit Manni Ludolf. Hallo, schönen guten Tag, der Manni. Heute ist die VOG-WM, aber heute zeige ich euch mal die Kulissen hinter den Kulissen. Wollen wir mal ein bisschen runtergehen? Ui, da bin ich gespannt. Ja. Ja. Okay, dann gehen wir zur Umkleide. Ja, geh mal vor, ich komme nach. Tag. Fährst du denn noch mal in der Probe oder nicht? Ich fahre noch mindestens einmal. Ja? Okay, dann legen wir los. Okay. Hallo, hier ist ein guter Freund, der Na? Paul. Natürlich der Paul. Hier haben wir natürlich unser Lukas Cordalis. Richtig. Auch super. Okay, dann kommen wir weiter an meinen Platz. Wo ist der? Ja, immer mehr folgen. Hier hängen die ganzen Zeug, die Unterwäsche, die Protektoren. Da kann gar nichts passieren. Das da. Dann haben wir natürlich. Was ist denn das? Tja. Da kenne ich gar nichts. Egal. Dann zieh dich mal um. Ja, ich hol mir meine Gehilfen. Oh, der feine Herr. Gucken wir mal. Na, wo ist sie? Hallo. Drücken. Du musst drücken. Ich habe mich den abbekommen. Hab ich gemerkt. Jetzt bin ich volle Matur. Sehr schön. Super, alle Pektären dran. Aber es interessiert mir gar nicht. Meine Lebensversicherung, der Helm. Das geht auf zur Generalprobe. Sehr gut. Oder hast du noch eine Frage? Nö, aber wo müsst ihr jetzt hin? Das gehe ich zum Start, da muss ich hinten rum, durch den Flur und dann gehe ich oben ran. Ah ja. Ja, das suche ich das mal. Ich hoffe, ich finde es wieder. Dann legen wir los. Denk dran, ziehen. Aber geht's da zum Start? Ich weiß das nicht. Wie geht es zum Start? Ich würde sagen, hinten rum. Da hinten rum. Sag ich doch. Okay, das weiß ich jetzt. Ja, dann geht's zum Start oben rum. Nee, hinten rum. Einfach mir folgen. Selbstverständlich. Ich glaube, da oben gehen wir rein oder da unten. Okay. Wo geht's rein? Wir müssen nicht vorher einmal biegen. Uiuiui, aber sag mir das Gewicht nicht. Ich guck mein Gewicht nicht an. Ach komm. Doch. Hey, ich bin leichter, wie ich dachte. Echt? Ich hab gedacht, ich wiege 120. Was sagst du, ist in Ordnung? Oh, gut. Da wiege ich aber in Wirklichkeit nur 60 Kilo. Mann! Hab ich nicht gedacht, dass ich 60 Kilo wiege. Aber kannst du mir ja da hochgehen, dann kannst du fahren. Ich kann fahren, danke schön. Das steigt die Spannung. Ja. Richtig? Ja. Nicht vorher schon verletzen, ne? Kennst du den Icke eigentlich? Ich sehe dich öfters im Fernsehen. Ja, Fußball ist eine Schande, ich gucke keinen Fußball. Hör zu, Leute, sondern was guckst du gerne? Football. So nämlich. Hast du auch noch eine Autogrammkarte? Hab ich. Für die beste Freundin. Mach ich gerne. Ja, weil die steht auf dich. Mach ich gerne. Ja. Die ist Reporterin. Ach krass. Ja. So, dann haben wir ja alles geklärt. Dann kannst du losgehen, oder? So, kannst starten. So. Viel Glück! Und, wie war's? Diesmal lief es gut. Ich weiß nicht, wie gut. Ich habe es noch nicht jetzt. Aber heute Abend gebe ich Vollspeed für Puffy. Und jetzt holst du dir letzte Tipps? Jetzt rufe ich den Puffy an. Och echt? Viele Grüße. Hallo Sebastian, gute Besserung an dir. Hey Manni! Korrekt! Ohne Scheiß, du glaubst gar nicht, wie viel ich an dich die ganze Zeit denke. Ja, ich habe heute Nacht, das ist keine Lüge, von dir geträumt. Was hast du geträumt? Sebastian hat den Unfall nicht gehabt. Das wäre ein schöner Traum. Ich wäre so gerne mit dir zusammengefahren. Und Manni, denk dran, egal zu wievielte oder sonst noch was, das Endergebnis am Schluss heißt, du bist mein Sieger. Bitte denk da immer dran.
Wir sind beide die Sieger der Herzen. Heute soll ich angeblich nicht schlecht gefahren sein. Ich weiß es nicht. Naja. Ich bin nur runter. Wichtig, werde gesund, werde gesund. Versprochen. Das ist gut. Ciao, ciao, mach's gut. Ich freu mich auf dich. Manni, mach's gut. Okay, tschüss. Jetzt muss ich mich vorbereiten für den nächsten. Ich hoffe, es läuft heute gut. Ja, das hoffen wir alle. Viel Erfolg.